Hello, Jolly. Was geht ab? Draußen Sirenen, ja. Großstadt, Dschungel. Wie mache ich das denn? Das ist dann. Check's nicht. Mampf. Achso, du isst gerade. Einen guten. Zum Glück habe ich beim Pokémon Supermarkt Tränke gekauft, damit ich meine Pokémon heilen kann. Das ist ein bisschen problematisch jetzt, muss ich sagen, weil mir macht dieses Spiel Spaß. Und in erster Linie ist das ja was Tolles. Aber in der nächsten Linie ist es eher ein bisschen blöd, weil ich ja eigentlich World spielen will muss. Später. Du musst dir unbedingt das coole Pokémon ansehen, das ich eben gefangen habe. Mal gucken, was du da cooles gefangen hast. Ein Karmer-Hubs. Wird jetzt weggesnackt. Snack geweckt. Oha, es lebt noch. Ja, das stimmt, ja. Aber 90% meiner Follower wollen was anderes sehen, denke ich. Coolness allein reicht wohl nicht, was? Stream du einfach Pokémon. Also ich muss ja einen Faddy auch noch umhauen. Keine Ahnung, was der gesagt hat, weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Gibt für den Game Boy Color kein Gerät, welches den Stream übertragen könnte. Brauchen wir nicht. Wozu brauchen wir das? Ich kann das doch über ein Ding spielen. Du musst jetzt sagen, ich habe einen Witz gemacht! Damit ich verstehe, dass du einen Witz gemacht hast. Hast du einen Witz gemacht? Pokémon, Game Boy Color, gelbe Edition. Pikachu! Du hast gesagt, ich so. Hä? Achso. Das spiel du doch. Ach so. Und du spielst nur das Pokémon? Ja, das Game Boy Pokémon. Guck mal, da ist ein. Kennst du das noch? Micro. Pass auf, ich fackel's ab. Hey, ich dachte erst, er hat einfach. Ich dachte, er fängt jetzt erst mit Rise an und so, oder? Aber er ist einfach schon Meisterrang irgendwas 560 oder so. Was ist los? Hast du Kopfschmerzen, mein Schatz? Nee. Was dann? Du bist sehr ungesprächig heute. Also, seit der Stream läuft. By the way, schon 20 Uhr. Ja. Und? Hast keinen anrufen. Achso, nö. Hab ich auch nicht. Ich will jetzt alle Shinies. Kannst du mal bitte kurz 1 Minute 30 auf mir schicken, Schatz? Das wäre sweet.
Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Dankeschön. Wenn du in der... Ich hätte es auch einfach selber aufschreiben können, ich bin so ein Trottel, ne? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone 1 gegen 7 Trainer gewonnen. Jetzt will ich 2 fantastische Preise. Donnerwelle! Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralyzed. Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten, also schau auch gerne dort vorbei. Okay! Ein Trainer sollte stets vorbereitet sein, daher ist ein Einkauf beim Pokémon-Supermarkt immer eine gute Idee. Schließlich weiß man nie, was einen erwartet. Du weißt nicht, was dich erwartet. Nein, ihr wisst nicht, was euch erwartet, was, ne? Mhm. Und ich sprich das Spiel gar nicht an. Was sagst du bis jetzt dazu, Jolly, so Gesamteindruck bis jetzt von diesem Spiel? Kann ich da hinten durch? Hä, bin ich bescheuert? Achso, nee, das war schon vorhin auch der Zaun, okay. Ja, ich geh jetzt mal da weiter. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen weitergehen. Was sind das? Datiris? Datbois? Den. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Mesalona City. City mit S. Hallo, Daniel. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass mich das gleich mal überprüfen mit einem Kampf natürlich. Okay, Son Goku. Der Kampf ist das Ziel. Das Ziel ist der Kampf. Da du schon ziemlich stark wirkst, schicke ich diesmal gleich 2 Pokémon in den Kampf. Oh. Du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon voll drauf. Was für ein Siegeswille. Nicht was für eine Siegeswille, sondern was für ein Siegeswille. Krokel ist Level 15. Ich weiß noch nicht, wann sich Krokel entwickelt, aber hoffentlich bald einäschern. Das klingt ziemlich schmerzhaft. Was ist Kanon? Angriff mit Gesang. Sinkt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. Ich glaube, ich tue Kanon verlernen tun. Und schwupp. Krokel hat Kanon vergessen und Einäschern erlernt. Pameo. Nö, gibt kein anderes Pokémon. Ich hau dir mit dem aufs Maul. Du machst diesen Kampf härter, als ich dachte. Nicht übel, Daniel. Pameo.
klatsch dich an die Wand. Hehe. Kämpfe gegen dich, mich machen richtig Spaß. Zeit, irgendwas zu tun. Also, was geht denn jetzt ab? Maxi, schau mal. Okay. Das war irgendwie. Ja, so ähnlich habe ich auch gerade gedacht. Ich will das auch. Gib mir auch so ein Ding. Unglaublich, wie schnell du besser wirst. Wahnsinn, du hast einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht. Oh, warte, du kannst sie noch gar nicht einsetzen, oder? Da lässt sich doch bestimmt was machen. Überlass das nur mir, okay? Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Hier, diese Beleber gibt es als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. Dankeschön, gib mir lieber Geld. Money. Die Leber wurden in der Medizintasche verstaut. Hinter diesem Tor liegt Mesalona City, wo sich unsere Akademie befindet. Academy. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich mache nur eine kurze Pause und komme danach. Ja. Hä? Der hat jetzt auch irgendwie angesprochen, dass mit dieser Kristallisierung das irgendwas bla. Aber. Ach ja. Geschafft, da wären wir endlich. Das ist Mesalona City, die größte Stadt der Paldea-Region. Sie ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Viele Menschen kommen her, um mehr über die neuesten Technologien und wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Okay. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst und dann wäre da noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Häppchen! Weißt du schon, was du zuerst ansehen möchtest, Daniel? Den Friseursalon. Das stimmt, das wird niemals passieren, Jolly. Niemals. Never. Never. Aha, du legst also großen Wert auf Äußere. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Oder willst du dir vielleicht eine Frisur zulegen, die dich zum Pokémon kämpft, die dich bei Pokémon kämpfen nicht stört? Ja, genau, das will ich. Oh, wo wir gerade vom Kämpfen sprechen. Ich will unbedingt sehen, wie du die Terra-Kristallisierung einsetzt. Es gibt eigentlich eine gewisse ein gewisses Prozedere, bevor man das darf, aber ich mach das schon für dich. Du kannst dich in der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Ja, das ist leider very sad. Very sad. Hier gibt es auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpäbeln willst. Oh, und tolle Restaurants. Jetzt hör auf, mich voll zu labern. Ich möchte bitte gerne endlich. Ich persönlich würde dir das Geschäft Botobeutel wärmstens empfehlen. Dort werden praktische Items verkauft, die du deinen Pokémon zum Tragen geben kannst. Wenn du genug gesehen hast, treffen wir uns am besten vor der Academy. Aber mach dich auf eine ganz schön lange Treppe gefasst. Mach ich. Also bis dann, du darfst gespannt sein. Nintendo verklagt eigentlich ziemlich alles schnell, ziemlich kaputt.
Unterrichtsschluss. Was geht ab? Ihr sitzt hier und esst Eis? Das ist Eis. Das ist Eis. Leckeres Eis. Oha, was ist das denn? Das ist ein Pokémon. Was bist du? Das habe ich nicht verstanden. Ja. Da hast du sehr recht, Jolly. Und das... Du weißt doch, was ich von dieser anderen diversen Firma halte. Das halte ich ungefähr auch von dieser Firma. So, und jetzt wollte ich... Hier gibt es Sandwiches. Das ist... Kaffee-Meeresbriefe, wo man zur Ruhe kommen kann. Pikante Kartoffeln. Apropos pikante Kartoffeln, wie schaut es denn bei dir aus mit Hunger, Schatz? Schläfst du? Ich mach kurz Maxi einen Tee. Zu spät. Ich weiß. Mach dir gerne einen Tee. Möchtest du denselben Video? Wie heißen dich im Restaurant? Fangfrisch, herzlich willkommen, ne? Aber natürlich, Jolly. Aber natürlich. Kostengünstig. Ja, das. Ich will das. Da war ein Pikachu-Eis, glaube ich. Bin mir ganz sicher, dass du das bestellen würdest, Mausi. Ich würde gerne diese Boutique. Bariba. Alles nur noch.